Ja, meine Freunde, ich bin immer noch hier auf das Boot. Ich begrüße euch recht herzlich zu der neuen Folge Wazen Fishing 4. Ich habe immer noch die Karpfenrute in der Hand. Der Köder ist immer noch ein Tauwurm. Wir sind auch ein paar Meter draußen, nur hier vorne so leicht im Löchlein hier drin. Wir gucken mal, was da jetzt in den nächsten Folgen so passiert. In der letzten Folge hatten wir da ja auf Tauwurm eine Brasse gefangen. Aufgrund. Mal gucken, was da sonst noch so kommt. Also ich könnte schwören, dass immer wieder zwischendurch Bisse sind. Aber ich kann es nicht hundertprozentig bestätigen. Da haben wir jetzt einen Fisch dran. Da war er dran zumindest. Wir hatten eine Bissfrequenz, aber er hat nicht genommen. Genügend genommen. Sagen wir es mal so. Wir lassen ihn dann nochmal absacken. Halten die Rute wieder leicht schräg. Und warten ab. Biss oder nicht. Wir achten mal unten auf die Anzeige, unten links an den Balken, wann da eine Anzeige kommt mit dem Fischsymbol drin, ob die nur beim Biss kommt oder ob die auch schon beim Fisch. Ob die auch schon beim Biss kommt oder ob die nur beim Fisch kommt. So. Ruhig im Wasser. So. Zur Zeit tut sich gerade gar nichts. Schön wäre es natürlich, wenn hier jetzt auf einmal so ein Karpfen einsteigen würde. Dann hätten wir hier richtig Spaß. Ich weiß gar nicht, kann ich den Anker... Nein, den Anker kann ich nicht lichten, wenn ich eine Angelrute in der Hand habe. Es ist sehr schwer, die Bisse hier zu erkennen. Uns nochmal hinsetzen. Lassen wir mal ein bisschen die Spannung ab von der Schnur. Weil gerade auch die Giebel mögen es ja nicht, wenn Spannung drauf ist. Wie in der Realität mögen sie es nämlich auch nicht. Gehabt? Nein. Ich denke mal, da haben wir ihn jetzt verscheucht. Lass mal ein bisschen Schnur nach. In dem neuen Bissverhalten muss man sich erstmal gewöhnen. Beziehungsweise an die neue Bissanzeige. Die mit dem letzten Patch jetzt kam. Als ich die Aufnahme gemacht habe, ist es genau heute gekommen. Das Patch. Der Patch. Aber ihr seht es ja erst knapp 14 Tage später. Oder ziemlich
Genau 14 Tage später heute. Genau. Tut mir auch leid, aber ich musste ein paar Tage voraufnehmen, da wir mal ein paar Tage weg sind. Aber ich hoffe, das schadet oder stört euch nicht. Sagen wir es mal so. So, jetzt möchte ich hier nichts mehr beißen. Dann schmeißen wir nochmal neu rein. Und danach versuchen wir dann einfach nochmal, ich denke mal so ab 18 Uhr, 18, 19 Uhr versuchen wir nochmal mit Twister und Co. So, beobachten wir mal weiter. Also wenn Fische hier sind, dann werden sie auch Bock haben. Hoffe ich. Das hoffe ich mal, dass sie dann richtig Lust haben. Aber ich denke auch mal, die nächste Folge werden wir definitiv wieder an der alten Festung verbringen. Bekommen wir schon alles hin. So, bekommen wir jetzt hier keinen weiteren Biss mehr, werden wir noch mal die Posenroute nehmen. Tut sich gerade gar nicht, so wie ich das sehe. Weil wir können noch nicht mal jetzt hier mit den Fischen, die wir gefangen haben, irgendwie Fischfetzen herstellen. Das ist natürlich schade. Gucken wir noch mal. Wir mal ein bisschen. Das wäre jetzt so die richtige Richtung. Ja, ein bisschen weiter noch nach links. So diese Richtung würde ich sagen. Ja, so. Dass wir genauso hier in den Zipfel hier reinkommen. Hier in das Loch. Da wäre es optimal. Stille. Dann würde ich sagen, versuchen wir dann halt noch mal mit Jig, aber da haben wir doch noch einen gekriegt. So, was haben wir da? Eine Rotaugen. Ein Zander auf Tauwurm von 637 Gramm, das ist doch was sehr Schönes. Wir schmeißen nochmal aus. Brauchen gar nicht so weit ausschmeißen. Sehen's ja wo. Und dann warten wir mal ab. Tagsüber ein kleines Zander. Jo. Nett.
weiter ab. Ich wollte gerade schon hingehen und hier aufhören mit dieser Route. Aber da kam ja dann doch nochmal ein Biss. Jo. Was wollen wir noch mehr? Am heutigen Donnerstag. Ja. Na, tut sich da gerade wieder was? Da war da was. Da muss was gewesen sein. Ich weiß auch nicht, ob Zander auf Fischfetzen geht. Das kann ich euch leider noch nicht aus Erfahrung sagen. Müsste ich auch nochmal bei anderen in den YouTube-Channels gucken, in den anderen Videos gucken, bei anderen. Doch, oder wir werden es einfach mal ausprobieren. Vielleicht bleiben wir die nächste Folge ja doch noch hier und gehen dann erst die übernächste Folge, also an die Montagsfolge zur alten Festung. Das können wir ja noch entscheiden, wie wir wollen. Erstmal haben wir ja hier noch ein bisschen was zu tun. So, wenn ich jetzt dran zuppel, kann das nach hinten losgehen, ne? Wir beobachten mal unten die Anzeige, ob die parallel auch und die Schnur. Gucken, wo zuerst was angezeigt wird. Fische, ihr dürft ruhig beißen, ne? Also der Tauwurm ist lecker. Bestimmt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Na, ist es jetzt ein Biss? Ist es kein Biss? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kommt. Na, wir warten jetzt noch die 5 Minuten im Gamezeit und danach versuchen wir dann halt nochmal unser Glück mit Jig. So, und dann versuchen wir mit unserer Jig-Route, die bauen wir dann wieder um auf Jig. Okay, Jig-Kopf, genau. Und welchen nehmen wir? Welchen nehmen wir? Fangen wir mal mit dem hier an. Wir fangen mal mit ihm hier an. Und raus mit dir. Sind wir so einigermaßen? Ja, wir sind so einigermaßen in dem Loch.
Da haben wir auch einen Fisch. Wir können die Bremse noch mal ein bisschen höher drehen. Hier unsere weißen Schnur hier. Ein Zander? Da haben wir einen kleinen Zander wieder. Sehr schön. Genau da wollten wir drauf hinaus. Oh, absinken lassen. Jigführung hatten wir wieder aktiv. Kleiner Zander mit 600 Gramm und die Bremse, die ging. Ja, das kann lustig werden, wenn wir hier noch einen anderen Zander dran kriegen. Hier vorne ziehen wir mal schneller ein. Haben wir gerade den dann genau vor der Schnauze geschmissen. Ja, warten wir, bis er fast unten ist. Soll es sein. Da haben wir direkt den nächsten. Wir könnten noch mal ein Rädchen hochgehen. Oder auch zwei. Oh, da zieht er immer noch Schnur. Dann gehen wir mal drei hoch. Und was haben wir da? Den nächsten Zander mit 500 Gramm. Schmeißen wir wieder direkt hinaus. Auch was Schönes, ein paar Zander bei Tag. Aber die wollten wir haben. Und das ist das Schöne. Da haben wir drin den nächsten Fisch. Also wenn wir das jetzt hier hinkriegen, mit jedem Wurf ein Fisch, bin ich sehr zufrieden. War allerdings jetzt ein Barsch, aber egal. Fängst am Abend ein Barsch, wird der Tag was für den? Naja, ihr könntet euch denken. Unsere Jigführung war wieder aktiv. Aber nicht komplett die Jigführung beibehalten. Wir können gleich nochmal das Gummi wechseln. Machen wir den mal mit dem roten Schwänzchen dran. Schmeißen wir noch einmal rein und dann wechseln wir ihn. Na, Jigführung aktiv. Jigführung haben wir wieder. Steigt gerade keiner ein. War nur ein ganz kurzes Fenster.
wo sie eingestiegen sind. Dann ist es halt so, was wollen wir machen? Aber da kommen wir jetzt auch noch mit hin. Aber meine Freunde, wie es hier jetzt weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Bis dahin, danke und tschüss.